Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. Ja Leute, ich wollte euch einfach mal mitnehmen in dieses Wolkenmeer, was wir hier haben. Und es ist absolut beeindruckend. Deswegen muss ich euch das einfach zeigen. Immer wieder faszinierend, mit diesen Wolken, ja, mehr oder weniger zu spielen, sag ich jetzt mal. Das ist einfach nur geil. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze hier so aussieht. Und wir legen mal los und fliegen mal so ein bisschen hier so drumherum. Geil aus, wenn man einfach über den Wolken ist. Ich liebe es, ohne Scheiß. Einfach nur Hammer. Natürlich muss man immer auf die Abstände achten, die halten wir natürlich auch ein, aber ey, ohne Witz, das ist so ein Hammer-Ausblick. Ja. Das ist schon der Hammer. Das sind ja auch ein paar dicke Oschis, die hier rumhängen. Muss man ja auch mal sagen, ne? Cloudsurfen, da merkst du erstmal, mit was für einem Speed man eigentlich unterwegs ist. Das ist das Geile daran. Man muss nur immer sehr viel Wert darauf legen, dass man die Abstände einhält. Denn ihr kennt alle das Sprichwort: Flieg nie in eine Wolke ein, es könnte schon jemand drinnen sein. Und das sollte man ernst nehmen, also Abstände sind wichtig, denn hier jetzt zum Beispiel auf der linken Seite, ich zeige euch das mal gerade, wir wissen jetzt komplett nicht, was dahinter ist. Aber Cloudsurfen macht auch mit dem richtigen Abstand Spaß. Gerade so derbe. Wahnsinn.
So Leute, wenig Gelaber, viel Fliegen, so sollte das Video sein. Ich wollte euch einfach nur mal kurz mitnehmen, weil das echt immer so atemberaubend aussieht. Ich werde jetzt wieder zurück nach Oerlinghausen fliegen, denn die nächsten Fluggäste warten schon auf mich. Was heißt warten schon auf mich, aber ich will auch pünktlich runterkommen. Deswegen muss ich jetzt quasi los. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn man diesmal nicht viel gelernt hat, sondern wir einfach nur zusammen das Fliegen genießen konnten. Ich bin jetzt schon in den Sinkflug gegangen, sinke mit 500 Fuß pro Minute. Da ich aber 6000 Fuß hoch bin, kann das jetzt noch einige Minütchen dauern, bis ich unten bin. Und ich möchte das ganz sachte machen, damit der Motor und das Öl entsprechend Temperatur behalten. Deswegen verabschiede ich mich schon an dieser Stelle. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch der Content auf diesem Channel generell gefällt, abonniert diesen Channel, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr kein weiteres Video von mir. Und ja, Leute, ich wünsche euch wie immer always happy landings. Ich wünsche euch always three greens. Wenn ihr ein Retractable Gear habt, nur dann ist ja klar, manche haben es, manche nicht. Ist aber auch in Ordnung, wenn man keins hat. Ist in Ordnung, wenn man eins hat. In diesem Sinne, bis dann und ciao mit V. Gibt es in dem Video überhaupt Outtakes? Ich hab ja gar nichts gesagt. Da kann es gar keine Outtakes geben, so eine Scheiße. Ein Outtake wäre jetzt zum Beispiel, dass ich nicht sinke, obwohl ich sinken will. Ja, ich muss jetzt auch langsam schiffen. Ne, ist auch klar. Also ich muss jetzt tatsächlich runter. Ja, machen wir ein bisschen kamikaze-mäßig. Also Leute, ciao. Haut rein.